Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Fae Farm. Ja, ich habe jetzt erstmal eine Woche Break gehabt von Fae Farm. Ihr habt die ganze Woche Material genießen dürfen. Hey! Und wir stürzen uns zurück ins Abenteuer und gucken mal, was wir nochmal brauchten. Wir brauchen etwas, um so einen Trank herzustellen gegen das Miasma, beziehungsweise damit wir im Miasma überleben. Liebe Erenia, ich würde dich mit Verlaub gerne besser kennenlernen. Triff mich in der Schenke. Mit besten Grüßen, Namaschall. Oha. Skipper! Katze wieder. Ach nee. So läuft das. Sofa braucht man Mana. So. Oh. Ich müsste mal zum Brunnen. Ja, also wie gesagt, wir müssen ein Glashaus für Feentierchen fertigen und es platzieren. Ich weiß, dass mir da noch ein bisschen was fehlte und ich glaube, ich habe irgendwas gesagt mit ich muss in die Mine. So. Ach ja, unser Blumen. Wir gucken mal. Glashaus für Feentierchen. Feenplattbauholz brauchen wir. Okay. Ich weiß doch, dass ich letztes Mal ein bisschen was noch. Oh, jedes Mal. Ich hatte letztes Mal halt noch ein bisschen was geholt. So. Ja, Skippy. Brrr. So, damit wir uns ein bisschen Energie zurückholen. Wir müssen erstmal in die Schenke, damit wir ein Date kriegen. Wir wollen ja nicht einsam sterben hier. Jetzt muss ich noch mal rausfinden, wo die Schenke war. War die hier unten? Ich glaube, hier unten war sie. Und wir brauchen 10 Bärenmarmelade. Und ich habe noch 3 übrig. Ach so, nee, ich habe 3 nur übrig und mir fehlen jetzt noch 7. Ah, Erenia, wie schön dich zu sehen. Warst du schon einmal in Meritanien? Das ist eine Insel für Leute mit akademischen Ambitionen. Dort gibt es zahlreiche renommierte Schulen und Clubs. Auf ein Date gehen. Ah, Erenia, du kommst genau richtig. Es ist Teezeit. Gut, du bist ein paar Minuten zu spät, aber ich drücke dieses Mal ein Auge zu. Okay. Ich bin überrascht, dass diese einfache Schenke frischen Bärentee serviert. Oh, Luft holen und schlucken. Ah, geil. Und der schmeckt viel besser als das getrocknete Zeug. Und du kannst den Unterschied nicht schmecken? Hm, ich verstehe. Ich muss mal trinken, weil ich habe mich gerade hart verschluckt. Nein, nein, schon gut. Lass uns noch einmal von vorne anfangen. Ich will dir den Hof machen, Erenia. Du scheinst für eine langfristige Beziehung zu taugen, okay? Boy! Ich scheine nur zu taugen, ja? Ich habe gehört, dass du zwischen den Reichen der Menschen und der Feen vermittelt hast. Hervorragend, das ist ziemlich beeindruckend. Abgesehen davon, bist du mit dem akademischen Ansehen Meritaniens vertraut? Nein? Hm, das kann nicht sein.
Aber du hast doch sicher schon sicher die alchemistischen Texte der Republik Sakhnov studiert. Ist das ein Witz? Nein? Die Sache ist ernster, als ich dachte. Und hör auf, rumzuzappeln. Wo sind deine Manieren? Alter. Das wird eine sehr toxische Beziehung. Das interessiert dich nicht? Ja, es darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kann eine solche Kulturbanausin so bewundert werden, die keine Ahnung von Etikette hat? Warte, habe ich etwas Falsches gesagt? Tschüss. Ich würde sagen, das Date lief nicht so gut. Hey. Was ist denn deine Aufgabe heute? Eine Bienenkönigin. Ich habe eine im Schrank. Sind das etwa alle Love Interests hier? Der Clown und der andere? Und sie? Na, ich hoffe mal nicht. Das wäre schon ein bisschen traurig. Hier kommt die Legende. Toll, dass du mit das Feentor geöffnet hast. Ach so, ja, das war seine Aufgabe und. Ah. Ja, Schatz. Du bist eine süße Katze. Ja, du brauchst niemanden, der dir sagt, dass du süß bist. Das wissen wir. Von der Arbeiterbiene. Mist. So, wir brauchen Plattholz. Ich was zu essen? Oh, ich hätte eine Rübe. Ich hätte auch Tee. So. Fall. 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 Geh kaputt. Mal gucken, ob noch hier irgendwo kleines Holz liegt. Ich glaube aber eher nicht.
Ja, sieht nicht gut aus, als wenn hier noch irgendwo Holz liegt. Oh, doch hier. Klingen kriege ich noch klein. Jetzt muss ich auch langsam wieder zurück. Ich muss es irgendwie schaffen, dass mein Netz verstärkt wird. Dann kann ich auch die kleinen Tierchen hier fangen. So. So, ich habe doch noch eine Bienenkönigin im Lager, ne? Ich erinnere mich dunkel, dass ich eine reingesteckt habe. Ja. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich werde nicht zu Namaschal. Ich werde zu Pyra. Um ihr meine Liebe mit einer Bienenkönigin zu beweisen. Gegenstand geben. Geben. Hey, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, und jetzt brauche ich Bären, ne? Ich brauche irgendwas Bäriges. Damit ich weiter die Bärenmarmelade herstellen kann. Haben wir hier keine Bären mehr? Aua. Aua, Skippy. Komm her. Oder geh da rein. Aber nicht wieder irgendwelche Dinge abziehen hier. Du weißt, was ich meine. Du brauchst nicht so zu gucken. Arbeiterbienchen. Skipper. Hey. Junger Mann.
Kann ich jetzt hier drauf? Auf das Boot kann ich drauf, okay. Alle Mann voraus! Ich wünschte, man könnte schneller schwimmen. Immer noch Bärchen. Sammeln. Immer auch noch Pärchen. Pärchen, och Mann! Ich meine natürlich Bärchen, nicht Pärchen. Okay, hier ist so ziemlich eine kleine Weltgrenze. Aber ich muss sagen, dafür, dass am Anfang der Sommer so heiß war, ist er jetzt recht kühl. Also nicht mehr so warm. Oh, stimmt, ich muss mich mal um meine Tierchen kümmern. Und da klettert er wieder auf. Also meine Katze klettert wieder auf den Schrank. Da habe ich ein Kissen hingelegt und da mag er es sehr. Ist so sein Favorite Spot. So, hier konnte man Marmelade herstellen, ne? Wie kriegt man das hin? Gemischte Beeren. Ah ja. Eisig, Alter. Übertreib. So, das Blumenbeet wird größer. Oh, ich kann es jetzt doch schon bauen. Okay. So. Ja, aber die müsste ich dann erstmal fangen, ne? Das Problem ist, ich brauche eine stärkere, ich brauche dann eine stärkere Dings. Ich kann mich super artikulieren. Glaubt mir. Die Frage ist, wie krieg ich
Ja, erstmal muss ich die Tuvabus. Das heißt, ich muss mal wieder in die Mine. So. Fertig den kleinen. Oh. Das heißt, ich muss dann erstmal in die Mine. Ich mache jetzt erstmal dann die kleinen Zeitquests. So. Damit ich das habe. Dann kann ich nämlich, wenn ich jetzt in die Mine gehe, glaube ich, irgendwas verstärken, oder? Oder sehe ich das falsch? Es wird Zeit, heimzugehen. Ja, warte. Wir hatten ja schon mal festgestellt, wir brauchen zwei, also wir benötigen dann immer 2 Spieltage. Dann sind wir da durch immer. So. Das heißt, Tag Nummer 1. Neue Post von Pyria. Für ein Date. Aber dann nehmen wir uns mal Zeit. Wir müssen in die Mine. Erinja, komm bei Gelegenheit mal zu mir in den Hain. Wir sollten plaudern. Oder so. Pyria. So. Ich kriege at least noch eine Marmelade. Habe ich einen Tee? Nö. Hab ich nicht. Aber ich gehe ja jetzt eh in die Mine. So kann mir das Wetterchen ein bisschen egal sein, wenn ich jetzt eh in die Mine gehe, ne? Oh, das Unwetter. So. Oh. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn du in... Jedes Mal, wenn du die Welt, also die Etage wechselst, hast du halt nicht mehr dein Prügelstab. Ich hasse es. Ich bin doch nur hier, um die Dove böse zu hauen. Oh Gott, das war schlecht.
Okay, das war's auch hier. Ach, 50, Halleluja. Ich muss 50 erschlagen. Das waren die hier. So. Das waren die nächsten. Aua. Blödes Ding, du. Ich hab doch noch einen Rank. So. Hier rüber. Ich glaube, meine Blase lässt nach. Ne, die Blase hält noch ein bisschen. So. Jetzt ist die Blase weg. So, was sagen jetzt? Ich glaube, das waren noch keine 50, ne? Vier fehlen noch. Und dann habe ich die 50 und dann kann ich raus. So. Das war Nummer 2. Ja. Das war Nummer 3. Das war Nummer 4. So. Dann können wir ja jetzt mal rausgehen und können unsere Tohuwabohu-Aufgabe abgeben. Oh, ein Glück. So.
Wo gebe ich die denn jetzt ab? Das ist Jade, das ist August, Cinder, Nessa. Drake, du gehst richtig aufs Ganze, Erenia. Jobaufgabe. So. Jetzt muss ich aber mal. Cinder. War die das mit den Käfern? Nee, ich glaube nicht. Dann Nessa. Nessa war das mit dem Angeln. Ah ja, ich erinnere mich. Espen, Molly. Weil ich muss jetzt einfach die Person finden, die ich brauche für Sommernächte sind, um die Tierchen zu beobachten. Jobaufgabe. Nö. Das ist es auch nicht. Espen. Jobaufgabe. Das ist es auch nicht. Ah, es nervt. Mel? Ich muss mal kurz hier runter. Fehlen nur noch 6 Mal Marmeladi. Jobaufgabe. Fange 10 Käfer, Schmetterlinge und Bienen. Leichteste Übung. Sag ich, wie es ist die leichteste Übung hier. Wenn sie denn mal spawnen. Ja, sei ruhig. Ich hasse Regenwetter. Nee, das war's nicht. Das war's. Ah. Ich muss also wirklich Schmetterlinge, Bienen oder so fangen. Also Schnecken und so bringen mir doch nichts. Na gut. Nichtsdestotrotz müssen wir Marmelade herstellen. Ich habe noch eine weitere Marmelade. Quatsch, die kommt zurück, die ver...
Verdammt. Ich kann die nicht mehr wiederholen. Nee. Na gut, dann habe ich halt jetzt verkackt. So. Vier. Nummer fünf. Sechs. Ach nee, sechs. Sieben. Acht. Fette Bienenkönigin gefangen, ey. So, mir fehlt nur noch einer, okay. Na komm, es wird doch möglich sein, dass wir den jetzt noch kriechen. Sag ich doch. So. Mir ist aufgefallen, dass die Wege wieder frei sind. Danke dafür. So. Ich dachte, ich brauche die Aufgaben, um... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich dachte... Ich dachte, ich krieg dann dadurch ein stabileres Netz. Kriege ich denn ein stabileres Netz? Wenn die sich immer beschweren, brauchst du ein stabileres Netz? Das ist doch jetzt die Frage, wie kriege ich ein stabileres Netz, damit ich die Tierchen dort fangen kann? Das sollten wir bis zur nächsten Folge mal rauskriegen, wie wir ein stabileres Netz bekommen. Weil sonst kriegen wir langsam ein kleines Problem. Denn wenn wir nicht weiterkommen, geht's in der Story nicht weiter. Was eine Logik, ne? Ist klar. Aber das werden wir beim nächsten Mal rauskriegen. Denn wir haben das hier durch. 500 Tierchen, okay. Ja, wie gesagt, wir werden das beim nächsten Mal rauskriegen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.